Jetzt bin ich mal gespannt, was Adidas Predator 20 wirklich drauf hat. Alter! Jetzt bin ich gespannt. 373 Umdrehungen. Servus Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video und heute geht es schon wieder um den Adidas Predator 20, den Predator Mutator, der jetzt frisch rausgekommen ist, hat für jede Menge Aufmerksamkeit gesorgt. Das liegt vor allem an den 406 Spikes hier auf dem Obermaterial, das sogenannte Demon Skin Upper. In der Theorie sagt Adidas, dass der Schuh dem Ball dadurch mehr Effekt gibt und auch mehr Grip. Das wollen wir heute mal mit einem Experiment herausfinden, das gibt es im heutigen Video. Viel Spaß dabei und let's go! Zwar gibt es jetzt was für die Hobbywissenschaftler unter euch. Ihr wisst nämlich, ein Experiment muss auch prüfbar und nachweisbar sein. Deswegen habe ich mir was sehr, sehr Cooles überlegt und zwar mit dem Adidas MyCoach Ball. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Martin von Football for Bros, der mir den Ball ausgeliehen hat. Das Coole ist an diesem Ball, dass innerhalb dieses Balls ein Chip vorhanden ist, der die Geschwindigkeit misst und gleichzeitig auch den Effekt am Ball, quasi den Spin. Das passt perfekt, nämlich laut Adidas gibt der Predator Mutator ja nochmal besseren Grip und mehr Effekt am Ball ab. Das wollen wir heute herausfinden, ob es wirklich funktioniert, zusammen mit dem Adidas MyCoach Ball. Um das Ganze vergleichen zu können, habe ich mir natürlich auch noch einen Vergleichsschuh rausgesucht und da habe ich keinen geringeren Gegner als den Nike Phantom Vision 2. Auch ein extrem krasses Obermaterial mit sehr, sehr viel Grip, also ein absoluter Härtetest für den Predator 20. Mal gucken, wie groß der Unterschied ist, ob es überhaupt einen Unterschied gibt. Das findet ihr jetzt heraus. Viel Spaß dabei und let's go! Okay Leute, die Verbindung steht zwischen Handy und Ball, deswegen würde ich sagen, mal zum Vergleich machen wir jetzt zwei Schüsse mit dem Nike Phantom Vision, um mal zu gucken, wie groß der Unterschied ist, dass wir so einen Wert haben, wo wir uns dran orientieren können, deswegen let's go mit Schuss Nummer 1. Bourbon in my hand, that'll make it change its stance. I'm like in advance and I rarely have a chance. Rather mitigate the risk, keep my eye up on them bands. I'm like, I'm just saying in the land, guess I'm back in high demand. In my coin from Japan, but I drive it like ja, schon gar nicht mal so schlecht. So Leute, hier haben wir das Ergebnis. Wir sind jetzt bei Tempo 103 km/h und Spin 126 mit dem ersten Schuss. Ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, hat sich sehr, sehr gut angefühlt, aber ich würde sagen, wir machen noch einen zweiten Versuch, einfach um sicher zu gehen, dass wir da auf jeden Fall einen Wert haben, an dem wir uns orientieren können. Der hat sich sehr gut angefühlt. Ja Leute, ihr seht hier 269 Umdrehungen und 105 km/h, also auf jeden Fall eine krasse Steigerung und ich glaube ein Wert, an dem man sich gut orientieren kann, aber ich glaube, da geht noch mehr. So Leute, ihr seht, ich habe jetzt den Adidas Predator an mit den 400 Spikes auf dem Obermaterial. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, die Schusstechnik ist natürlich jetzt logischerweise mit der Innenseite, um dem Ball möglichst viel Spin mitzugeben. Es ist nicht meine Lieblingsschusstechnik, ich schieße gerne mit Vollspann, aber fürs Experiment. Und ich würde sagen, mit denen müssen wir jetzt auf jeden Fall über 300 kommen. Okay, jetzt Predator Mutator, zeig mal, was du drauf hast. Ja, nach viel Spin hat das nicht ausgesehen. Schuss, aber ich glaube, da war jetzt nichts mit Spin. Hat sich nicht so gut angefühlt, aber wir schauen mal rein. Okay Leute, bei diesem Gurkenschuss gerade hatten wir sogar schon, ich hoffe ihr könnt es lesen, 201 Umdrehungen und 93 km/h, obwohl das sich überhaupt nicht gut angefühlt hat. Deswegen würde ich sagen, sind wir auf dem richtigen Weg, aber da muss noch einiges gehen. Alter, sind das Schüsse, ey. Alter. I think I'm playing chess, I see a king, I'm at his neck. I'm 3 steps ahead of every move, now that's a check. Yes, they wanna know my secret, it's because I never slept. All my nightmares are me, 40 life's a wreck. See my dad, he in debt. Ich hoffe, ihr könnt's sehen. Wir haben nämlich jetzt hier 294 Umdrehungen pro Minute und 100 km/h. Okay, beim Freistoßschießen hat man jetzt schon relativ schnell Erfolge sehen können, obwohl die Schüsse gar nicht so krass waren. Deswegen würde ich sagen, wir machen das Ganze jetzt nochmal etwas schwieriger und versuchen es vom direkten Eckball.
Resume is a heavyweight, yeah. Put it on my back, give me everything, yeah. I need everything, I need all of everything, yeah. You a simp, you ain't in my lane, you a lame. Bitch, get out my way, out my way. Out my way, out my way. Out my way, out my way. Okay Leute, bei dem Eckball hatten wir jetzt tatsächlich gerade einen Spin von 373. Ihr seht es, 73 km/h und 373 Umdrehungen pro Minute. Das ist krank. Step out to the nines, my three-piece ain't got a crease, okay. It's okay, it's okay. Kill on in capiche, okay. I be damned if I just made my money over beats, okay. Frito-Lay, chips out on the. Also im Außenriss hatten wir gerade schon 427 Umdrehungen, also da merkt man auf jeden Fall den ultra krassen Grip. Jetzt haben wir ein paar Freistöße gemacht und auch direkte Eckbälle, um das Ganze mal mit Messwert zu vergleichen. Und man sieht hier auf jeden Fall einen Unterschied, beziehungsweise man sieht, dass es mit dem Adidas Predator sehr, sehr gut funktioniert. Aber wir wollen natürlich noch das Thema EFE ein bisschen besser behandeln und versuchen jetzt mal ein paar Tore aus unmöglichen Winkeln. I just doubled up on crypto, I just doubled down on a new vest. Now my chair looking like two checks. Type of money made me wanna two-step, who next? This week I be on the moon next. Stock going up like 2x. That's a fast flip like suplex. Two really stemming like a duplex. You bet never lose change, but I do flex on it. I'll black with you, my coupe on Onyx. And I get brain like I'm hooked on Phonix. Kommen wir zum Fazit, zum sogenannten Demon Skin Upper. Diese Spikes hier im Obermaterial, genauer gesagt 406 Stück. Ob das Ganze jetzt wirklich funktioniert? Meine Antwort ist ganz klar ja. Man hat extrem guten Grip, vor allem was das Thema EFE angeht. Habt ihr jetzt auch im Video gesehen, dass mit dem Schuh auf jeden Fall funktioniert. Ich muss sagen, mir fällt es auch deutlich leichter. Vor allem diese angetretenen Bälle, also diese Bananenflanken, funktionieren mit diesem Schuh einfach hervorragend. Und das liegt an dem sogenannten Demon Skin Upper. Zum Schuh gibt es ja bereits ein ausführliches Review. Ich hoffe, das habt ihr schon angeschaut. Wenn nicht, in der Infokarte findet ihr den Link dazu. Ich muss aber noch sagen, es liegt natürlich nicht nur am Schuh, man muss natürlich auch wissen, wie man damit umgeht. Nur dann kann man die Waffe auch effektiv einsetzen. Aber wenn man wirklich sich an den Schuh gewöhnt hat, vor allem beim Schießen, kann man auf jeden Fall im Ball extrem guten Effekt mitgeben, weil das Obermaterial, wie gesagt, extrem guten Grip hat durch das Demon Skin Upper, weshalb es von mir eigentlich keine negativen Aspekte gibt. Muss ich, wie gesagt, dran gewöhnen, muss auch wissen, wie man damit umgehen soll. Aber wenn man damit umgehen kann, ist dieser Schuh auf jeden Fall extrem krass und man hat tatsächlich mehr Effekt. Das war es auch schon wieder zum heutigen Fußballexperiment. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mit dem Daumen nach oben und lasst gerne mal Feedback da, was ihr zu der ganzen Geschichte haltet. Und ob ihr vielleicht sogar noch mal einen zweiten Part sehen wollt mit einem anderen Schuh. Das kann man natürlich auch noch prüfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nicht vergessen, Abo und den Glocke aktivieren, verpasst ihr keine Videos mehr. Macht's gut, haut rein und ciao.